Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder Sandra Staub. Wie versprochen, erzähle ich heute nochmal, wie man Benachrichtigungen deaktivieren kann, wenn man unter ein Foto einen Kommentar gesetzt hat. Ich habe da ein Beispiel. Die liebe Kollegin Marietta hatte hier etwas gepostet und hat sich ganz lieb bedankt und es ging auch ganz oft hin und her und ich habe auch was dazu geschrieben. Aber irgendwann wird es ein bisschen zu viel und man hat einfach zu viele Benachrichtigungen. Dann gibt es bei den Fotos glücklicherweise hier direkt dabei dieses Benachrichtigungen ausschalten. Keine Angst, die Marietta erfährt nichts davon, außer sie guckt sich jetzt dieses Video an. Und dann erfahre ich auch nicht mehr, wer jetzt alle was dazu schreibt und wer ihr sonst noch alles zum Geburtstag gratuliert. Ich finde es eine tolle Sache, wenn ihr euch angucken wollt, wie das funktioniert, wenn man einen reinen Textpost, also wenn jemand nur Text irgendwo geschrieben hat und man hat drunter kommentiert, wie man da die Benachrichtigungen an- und ausschalten kann, guckt euch gerne das andere Video dazu an. Das blende ich euch jetzt gerne ein mit dem Link. Ich wünsche euch ganz, ganz viele gute Facebook-Erfahrungen und freue mich, wenn ihr weiterhin eure Fragen an mich schickt. Eure Sandra. Bis dann. Tschüss.